Genau, die Zeit läuft schon. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zahl der Anhängerinnen und Anhänger des gewaltbereiten, verfassungsfeindlichen Salafismus sind ja in den letzten Jahren bundesweit, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen, sprunghaft angestiegen. Aktuell gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass es etwa 7.000 gewaltbereite Salafisten bundesweit gibt, davon rund 1.900 Personen hier in Nordrhein-Westfalen. Und dieser Trend, der sich hier für Deutschland abzeichnet, ist ja nicht nur ein deutscher Trend, sondern spiegelt sich auch in anderen westeuropäischen Ländern dar. Aus Nordrhein-Westfalen sind ungefähr schon über 150 Personen ausgereist, um sich an den grausamen Kampfhandlungen in Syrien, im Irak zu beteiligen. Und besonders die Rückkehrerinnen und Rückkehrer stellen für uns auch ganz konkret eine Gefahr dar, weil sie häufig traumatisiert, verroht sind und im Umgang mit Waffen geschult sind. In dieser Plenarwoche diskutieren wir ja sehr viel über das Thema, über den Nachtragshaushalt, nach der veränderten Sicherheitslage, über mehr Stellen bei Polizei und Verfassungsschutz. Die personelle Verstärkung bei den Sicherheitsbehörden ist aus unserer Sicht, aus grüner Sicht auch notwendig, reicht aber eben nicht aus, um diese gesellschaftspolitische Dimension, die eigentlich hinter dem Thema steckt, auch anzugehen, ihr gerecht zu werden. Denn für uns stellt sich ja ganz konkret die Frage, warum fühlen sich Jugendliche, junge Menschen in dieser Demokratie, in dieser demokratischen Gesellschaft nicht aufgehoben, warum wenden sie sich davon ab? Und unser Ziel muss es sein, diesen Zulauf zur salafistischen Szene zu stoppen. Und deshalb sind die verschiedenen Ministerien der Landesregierung aufgefordert, ihre Maßnahmen, die bereits ja schon umgesetzt werden, aber auch neue Maßnahmen zusammenzubinden, eine abgestimmte ganzheitliche Strategie zu entwickeln und eben koordiniert vorzugehen. Und deshalb sagen wir, wir brauchen ein ganzheitliches Handlungskonzept zur Prävention gegen den gewaltbereiten Salafismus. Ich hatte bereits gesagt, dass es schon Aktivitäten gibt. Das hat auch noch mal die schriftliche Unterrichtung der Landesregierung von Oktober 2014 ja deutlich gemacht. Es gibt Maßnahmen wie zum Beispiel Wegweiser, ein Projekt, Beratungsstellen, die in Bonn, in Bochum und in Düsseldorf ja schon laufen, deren Aufgabe es ist, Eltern, Lehrkräfte, andere Personen zu beraten, sich radikalisierende junge Menschen aufzufangen, zu betreuen. Uns ist hierbei wichtig, dass es die Zusammenarbeit mit den muslimischen Gemeinden vor Ort gibt. Und es wird eine Ausweitung geben dieser Stellen auf weitere Städte, auf Köln, Dortmund, Duisburg, Dienstlaken und im Bergischen Land. Und ja, Herr Stamp, man kann sicherlich darüber diskutieren, wo dieses Projekt am besten angeordnet oder zugewiesen ist, ob der Verfassungsschutz der richtige Ort ist. Da diskutieren wir als Grüne auch immer sehr gerne drüber. Nichtsdestotrotz, ich bin erstmal froh, dass es das gibt und dass auch der Verfassungsschutz hier die Initiative ergriffen hat und überhaupt angefangen hat, solche Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen. Ich finde, damit sind wir auch bundesweit einen wichtigen Schritt vorangegangen. Nicht umsonst übernehmen das ja auch andere Bundesländer, wie zum Beispiel das Land Niedersachsen oder auch andere. Ein anderes wichtiges Projekt oder eine andere wichtige Maßnahme im Bereich der tertiären Prävention, auch vom Verfassungsschutz durchgeführt, ist das Aussteigerprogramm, im letzten Jahr gestartet. Auch das halte ich für notwendig und richtig. Aber aus unserer Sicht gibt es auch noch Handlungsbedarf in weiteren Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Justizvollzugsanstalten, wo es darum gehen muss, Radikalisierung von Inhaftierten zu vermeiden oder eben auch radikalisierte, inhaftierte Salafisten zu resozialisieren. Zum Beispiel brauchen wir die Sensibilisierung, die Fortbildung von JVA-Bediensteten, wir brauchen Antigewalttrainings, wir brauchen die proaktive Sprache bezüglich des Aussteigerprogramms. Und was uns wichtig ist als Grüne, ist auch, dass wir die muslimische Seelsorge in den JVAs ausbauen, nicht nur als Deradikalisierungsmaßnahme, sondern eben auch, weil wir der Meinung sind, dass muslimische Inhaftierte eine Betreuung von Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft bekommen sollten. Insofern sehen wir hierauf auch einen Schwerpunkt gelegt. Was wir außerdem brauchen, ich halte das für einen ziemlich wichtigen Punkt, das ist die Forschung zum gewaltbereiten Salafismus, zu Radikalisierungsverläufen, zu Motivationen, zur Rolle von Frauen und Mädchen im gewaltbereiten Salafismus. Denn wir haben derzeit in Deutschland quasi keine eigenständige Forschung zu diesem Phänomen. Wir stützen uns immer auf den Annahmen von den Sicherheitsbehörden. Das reicht uns aber nicht. Wir brauchen hier die eigenständige Forschung und wollen diese anstoßen. Und was uns wichtig ist bei all diesen Maßnahmen, die ich jetzt hier genannt habe, und es ist
ja nur ein Bruchteil dessen, was im Antrag steht, dass wir dabei nie den Blick auf die Frauen und Mädchen verlieren. Denn Frauen und Mädchen stellen im Salafismus mindestens 10% der Anhängerinnen und Anhänger. Das ist viel. Bei den Ausgereisten sind es dann auch noch mal mehr. Und ich finde, eins darf uns hier nicht passieren. Eine Sache, die uns im Rechtsextremismus passiert ist, und zwar, dass die Rolle von Frauen im Rechtsextremismus lange Zeit verharmlost wurde. Das darf hier nicht passieren im Salafismus. Hier müssen wir einen Blick drauf werfen und auch die Rolle von Frauen im Auge behalten. Also wir stehen für einen Mix aus Prävention, Intervention und Repression. Und ich würde mich freuen, wenn sowohl der Nachtragshaushalt als auch dieser Antrag eine breite Mehrheit in diesem Haus finden würden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau.